Die Didik-Moschee in Duisburg ist nach einer Bombendrohung geräumt worden. Die Polizei vermutet Rechtsextreme hinter der Drohmail. Auch andere Moscheen sind kürzlich bedroht worden. Duisburg: Nach einer Bombendrohung ist die Didik-Moschee im Duisburger Stadtteil Marxloh geräumt worden. Die Merkels-Moschee, eine der größten deutschlandweit, wurde am Montag weiträumig abgesperrt und durchsucht. Am Vormittag sei eine Drohung per E-Mail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man gehe von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Weitere Angaben könne man aber erst nach Abstimmung mit dem Staatsschutz machen. Am Nachmittag war die Aktion nach mehr als 4 Stunden noch nicht abgeschlossen. Auch Mannheim 24 berichtet darüber, Bombendrohungen auch gegen andere Moscheen, auch die Parteizentrale der Linken in Berlin war. Am Montag nach dem Eingang einer entsprechenden Drohmail vorübergehend geräumt worden. Die Partei vermutet den Absender wegen des Wortlauts im rechtsextremistischen Lager. Am Mittag wurde das Gebäude wieder freigegeben. Erst vor gut 2 Wochen hatte es Bombendrohungen gegen Moscheen in München und Iserlohn sowie gegen die Didik-Zentralmoschee in Köln, den bundesweit größten Moscheekomplex, gegeben. In beiden Fällen gab die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen Entwarnung. Mannheim 24, die ist Teil des bundesweiten Digitalredaktionsnetzwerks.de.